ihr habt einen Asus Dornas bei euch zu Hause und habt schon so einige Videos über Tailscale gesehen und wollt wissen, ob beide zusammen funktionieren, wie ihr beide einrichtet und ob sich das alles überhaupt lohnt? Dann bleibt jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video hier auf unserem deutschen Asus-Store-YouTube-Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Tailscale. Einige von euch haben schon die vielen Videos gesehen, die es über Tailscale gibt, und es gab auch schon einige Fragen, wann wir dieses Thema aufgreifen. Lohnt es sich überhaupt, euer Asus-Store NAS mit Tailscale zu verbinden? Deswegen gehen wir hier mit euch auf genau diese Punkte ein. Erstens, was ist Tailscale? Zweitens, Datensicherheit und andere Vorteile. Drittens, Konfiguration von Tailscale. Und letztens, Asus Store Handy Apps zusammen mit Tailscale. Und am Ende zeigen wir euch, wie ihr diese VPN-Verbindung für euch nutzen könnt, um sicher und super einfach von überall auf eure Daten zugreifen zu können. Also kommen wir zur Sache. Wir gehen erst einmal ganz kurz auf die Grundlagen ein. Was bedeutet überhaupt VPN? VPN steht für Virtual Private Network und es ist eine Technologie, bei der durch Verschlüsselung und andere Sicherheitsmechanismen eine geschützte Verbindung zwischen einzelnen Geräten hergestellt wird. Wenn wir jetzt uns einmal Tailscale angucken, sehen wir, dass dies nicht wie ein normales VPN-Netzwerk aufgebaut ist. Tailscale basiert im Grundprinzip auf dem WireGuard-Protokoll und beeindruckt durch eine super einfache Einrichtung und starke Sicherheitsmerkmale. Im Tailscale VPN ist im Unterschied zu einem traditionellen VPN jeder Client auch Server und alle Verbindungen gehen nicht über einen Server, der vom VPN-Provider gestellt wird. Besonders für NAS-Anwendungen wie unserem Asus Store NAS bietet Tailscale erhebliche Vorteile. Dadurch, dass jedes Gerät auch als Netzwerkknoten dient, erhöht sich die Ausfallsicherheit und Anwenderfreundlichkeit. Eine Standortkonfiguration kann in unter 10 Minuten erreicht werden. Ein weiterer Riesenfaktor bei Tailscale ist die Sicherheit. Zum einen sind alle Verbindungen sicher und verschlüsselt. Dadurch schützt man sich vor unbefugten Zugriffen und Datenlecks. Wenn man außerhalb seines Netzwerks auf sein Asus Store NAS zugreifen möchte, kann man dies neben Easy Connect nur mit Port Forwarding erreichen. Dadurch öffnet man sich aber sehr für Angriffe von außerhalb. Durch Tailscale ist aber keine Portweiterleitung erforderlich, was die Einrichtung wesentlich vereinfacht und Sicherheitsrisiken minimiert. Also, lasst uns reingehen und angucken, wie es praktisch und nicht nur theoretisch funktioniert. Zuerst einmal müssen wir uns einen Account bei Tailscale erstellen. Dies ist kostenlos und super einfach, da wir dafür nur einen unserer schon vorhandenen Google, Microsoft, GitHub-Accounts oder unsere Apple-ID nutzen. Wir wählen jetzt einfach nur noch den richtigen Google-Account aus und schon haben wir unseren Account erstellt. Jetzt laden wir den Windows-Installer von Tailscale, installieren alles und klicken unten rechts in unserer Taskleiste auf Login und loggen uns mit unserem Tailscale-Account ein. Wenn wir kurz warten, öffnet sich ein Fenster und dort drücken wir auf Connect. Schon haben wir unseren PC als erstes Gerät in unserem Netzwerk hinzugefügt. Kommen wir zu unserem zweiten Gerät, was wir hinzufügen, und das wird in unserem Fall unser Asus Store NAS sein. Das ist auch super einfach. Dazu gehen wir einfach in die App Central und suchen nach Tailscale. Wählen die App aus und klicken auf Installieren. Wenn wir jetzt die Tailscale App in unserem ADM starten, öffnet sich ein neues Fenster. Und dort können wir unser NAS über Connect zu unserem Netzwerk hinzufügen. Da wir jetzt unser NAS und PC dem Netzwerk hinzugefügt haben, sind wir damit fertig und können uns jetzt dem Handy widmen. Ein gutes Tailscale-Netzwerk ist nichts ohne ein Handy. Wir zeigen, wie gut das VPN-Netzwerk funktioniert und wie auch unsere Asus Store-Apps verknüpft werden und das alles sogar im Mobilnetz. Zuallererst müssen wir die offizielle App entweder aus dem Apple Store oder Google Store herunterladen. So, zuerst klicken wir uns durch alle Aufforderungen und fügen Tailscale als VPN auf unser Handy hinzu.
Dann, wie auch bei allen anderen Geräten vorher, melden wir uns mit unserem Google-Account an und klicken auf Connect. Schon sehen wir, dass jetzt drei Geräte in unserem VPN-Netz verfügbar und online sind. Der Einfachheit halber nennen wir diese jetzt um in NAS, Phone und PC. Der einfachste Weg, unsere Geräte zu sehen, wenn wir nicht im Tailscale-Admin-Panel sind, ist, wenn wir unsere Kommandozeile öffnen und Tailscale-Status eingeben. Wir sehen jetzt alle unsere drei Geräte mit ihrem Namen, dem Betriebssystem und der Tailscale-IP, die später noch wichtig sein wird. So, jetzt wollen wir natürlich das Ganze auch mit unseren Asus-Store-Apps in der Realität testen. Dazu gehen wir jetzt mit unserem Handy ins Mobilnetz. Wir öffnen AI Master und sehen, dass wenn ich mich mit der IP meines NAS verbinden möchte, nichts passiert und wir uns nicht verbinden können. Also gehen wir in die VPN-Einstellungen und schalten unser Tailscale VPN ein. Jetzt, ganz wichtig, wir geben in unserem Login-Fenster nicht die NAS-IP ein, sondern die IP, die von Tailscale unserem NAS zugeordnet wurde. Jetzt sehen wir, dass wir unser NAS aus dem Mobilnetz ansteuern können. Als erstes praktisches Beispiel nehmen wir Sounds Good und die AI Music App auf unser Handy. Wir haben uns schon die Sounds Good App aus unserer App Central geladen und dadurch wurde automatisch ein Music-Ordner auf unserem NAS erstellt. Wir haben hier auch schon ein Lied geladen und downloaden uns jetzt auf unserem Handy die AI Music App. Wir gehen durch alle Anforderungen durch und melden uns, ganz wichtig, wie auch schon in der AI Master App, mit der Tailscale-IP unseres NAS an. Und so super einfach können wir über unser Handy im Tailscale-VPN-Netz Musik von unserem NAS hören. Der perfekte Spotify-Ersatz. Als letztes bauen wir noch eine Samba-Verbindung von unserem Handy auf unser Asus Store NAS auf. Dafür stellen wir sicher, dass SMB in unseren Einstellungen aktiviert ist. Dann gehen wir in unserem Handy auf einen netzwerkfähigen Dateimanager und klicken in meinem Fall auf Server verbinden. Hier geben wir jetzt unsere Tailscale-IP ein, melden uns mit unseren Login-Daten ein und schon können wir auf alle Daten in unserem NAS über unserem Handy und dem Tailscale-VPN zugreifen. Wir sehen also, dass wir neben Easy Connect eine super Alternative haben, die wir in wenigen Minuten einstellen und sofort nutzen können. Viele von euch arbeiten ja manchmal in einem Starbucks oder außerhalb und nutzen dann das WLAN vor Ort. Diese Verbindung ist aber extrem unsicher und es gab schon unzählige Situationen, bei denen man sich dort Schadsoftware auf seine Geräte geladen hat. Durch Tailscale sichert man sich vor Ort aber auch das Asus Store NAS ab und kann darauf sorglos zugreifen und seiner Arbeit nachgehen. So, jetzt seid ihr dran. Tailscale ist für private Nutzer kostenlos und ein Google- oder Microsoft-Account hat doch fast jeder. Natürlich sind auch alle Apps bei uns im App Central kostenlos. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, wir werden alles beantworten. Falls ihr auch Ideen und Wünsche habt für neue Videos über unsere Asus Store Produkte, die wir auf Deutsch machen können und sollen, lasst es uns gerne wissen. Abonniert unseren neuen Kanal, denn hier wird jetzt regelmäßig deutscher Content für euch veröffentlicht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.